So, so, muss man ein bisschen rüberrutschen. Ich muss ja auch hier fahren. Ja. Jetzt war alle schön, Pause zu Ende. Ja, jetzt bin ich hier schon noch. Gute Milch. Ja, so, kuscheln. Hallo. So, wir haben den Kevin noch da. Kevin ist da. Hallo. Kevin ist noch da. Ja. Wer kennt mich denn noch? Frisch so voll war das schon lange nicht mehr. Der Kevin war schon mal da in Zug hier. 2,5 Jahre. Bei dem anderen Livestream warst du auch, oder? Hm? Weiß ich nicht. Bei dem anderen, was war das Jubiläums-Livestream bei mir vom Kanal? Oder warst du zweimal da? Ich war. Weiß ich nicht. Ich war nur einmal da. Ich finde, du sprichst voll leise. Ich spreche voll leise. Ich kann auch an das Mikro reinschreien. Ne? Hast du kein Techno im Auto gehört? Doch, aber das ist so richtig laut. Ja, ja. Ich bin ein bisschen taub, weißt du? Ja, vom Fahren kommt von beiden. Kann ich auch lauter machen. Warte, ich mach dich lauter. So. Ich mach mich mal lauter. Laut gebrüllt auf der Autobahn. Ich bin ein bisschen schüchtern. Ja, macht euch von der linken Spur weg. Haben wir ein Echo? Ist den Stream noch an oder hast du zweimal gesagt, dass du schüchtern bist? Ich glaube, ich habe zweimal gesagt. Nee. Ich bin schüchtern. Dreimal. Ist ein Echo drin noch? Nein. Gut. Ich höre keins. Auf 4 Leute machen mich fertig. Ja. So, ich das will ist was wie fahren. Früher im TS, wenn da so zu viele ich Leute im Chat sind. Er will was fahren. Was machen wir denn jetzt an für dich? Ich fahre mal einen Train-Simulator. Wir müssen mal gucken in Trello. Der Rob ist hier voll drin. Was Deutsches, was mit einer Lok? Die 101 Expert Line. Die 101. Konstanz Willing. IC nach Konstanz Willing. IC 2500 nach Konstanz. Hast du Aktien drin? Nee, ne? Aktien? Konstanz Schwilling? Eine Strecke? Nee. Nee. Leider nein. Nee, leider nein, die ist zu gut. Konstanz. Aber doch, ein paar Sachen sind von mir. Aber ja. Psst. Ich habe Start. Das darf keiner wissen. Ich hab Start. Wir müssen jeden erschießen, der das mitbekommt. Machst du das? Was macht der da? Was machst du? Nein, die war noch an die UT. Ich hab doch. Was machst du? Der hat lange gebraucht zum Starten. Ah, der braucht dann ein bisschen. Was denn? Was flüsterst du? Das hören wir auch auf dem Kopf. Echt? Und sonst? Ja. Frisch von der Messe, ne? Hast du ein Bier? Ja. Was war das für eine Messe? Erzähl mal. Aus Lübsch. Aus Lübsch kommst du gerade. Ja, Hobby-, Modell- und Spielmesse. Hobby und Spiel. Bisschen Modell. Also so eine Konkurrenzveranstaltung zur Intermodellbau hier in Dortmund. Sonst, genau, oder? Ja. Ein bisschen 3D-Druck mir angeguckt, aber... Modelle drucken? Habe ich irgend sowas gesehen auf der Zeitung? Schiffsmodelle, frisch gedruckt. Nee, auch so. Kleine Sachen, irgendwelche Fahrzeuge und so. Die Kamera okay. Noch ein Stück nach links. Welche? Deine. Dass du zu auch mir? Ein bisschen drauf ja. Bist. Ja. Andere links. So, ich kann ja noch ein bisschen ja. Kuscheln nee, so ist gut. Ja, nee, so ist gut. Nee, so ist gut. Ja, jetzt bist du... Treuercam. Was du hier? Jetzt sind wir die abgefüllte Wand. Das ist keine Karriere, ne? Das ist eine Zuschauereinsendung, die wir fahren. Ja, ist von. Jetzt hat er es weggemacht. Hast du nicht gelesen? Konstanz Willing. Der will nicht, ne? Ich verliere schon wieder mein. Der will nicht. Nee. Dein Mikro. Jetzt ist aber auch so. Nee, jetzt ist aber gar nicht. Das ist deine Hosekacke. Ja. Zieh sie aus. Was denn? Ich mach das recht so durch. Mach's wie wir. Zieh sie aus. Zieh sie aus. Ihr wollt nicht wissen, wie die das stört. So, jetzt ist es mit einer schönen Beuteltasche hier, wie beim King. Kann man suchen? Kann, wie kann man das nicht? Mach doch suchen und da ist das es. Kannst du nicht. Rechts. Mach doch einfach eine neue Zeile, habe ich doch gesagt. Habe ich doch gemacht. Command V. Ja, nee, das. Ach, Command V. Ja, das ist Command. Ein Computer. Das ist ein Computer. Das kannst du ja, aber das, sonst könntest du das immer. CMD ist Commander. Ah, warte, dann ist ja das andere auch. Diese Apple-User. Ja, ich wollte immer nur einen Rechner in meinem Leben. Ja, und da hast du einen Apple geholt. Den ja. Besten. Nee, Windows 3.1. Ich wollte den Besten. Er läuft noch unter DOS. So, muss Expert sein. So. Achso, mit einer 101 Expert Line, wie hieß denn die Aufgabe? Ist das hier vom BSDWS? Ja, genau. Ja, das ist sie. Draufklicken. 80 genau. Minuten. Die fahren wir aber nicht zu Ende. 80 Minuten, easy. Expert Line, Leute, wir brauchen Pinchen für Eierlikör. Du musst den Kevin mal sagen, wo die Pinchen stehen. Das wird zwangsenträchtig jetzt. Neuer Zwangsenrekord. Expert Line, Konstanz Willing. Die stehen da hinten im... Ich gehe selber. Nee. Nein, ja, du bleibst jetzt da sitzen. Ja, da muss ich mich hier wieder... Ich weiß ja, dann, Pinchen, ich nehme dich mal weg. Ja, das, ja, genau, aus der Flasche trinken. Warte, kannst du den hier einfach... Der das ist schon geändert. Die rechte Kamera. Also uns nee, quasi. Das nicht, den Kopfhörer nicht. Was mit der? Uns größer machen oder nach links? Okay, größer machen? Links, nach rechts, links, links. Ja, aber das ist überdeckt von dem hier, ne? Also. Die Küche ist hier drüben. Ja. Naja, ihr seht nur die Hälfte vom Thorsten. Ja, weil der so breit ist. Boah, schon ist so breit. Weil der so eine immense Breite hat. Ja, in den, also in dem braunen Schrank,
Da müssten irgendwie die Pinnchen sein. Ich hoffe, ja. Ich habe mich gemutet. Genau, da gemutet. Ich bin der Falsche. Ich habe den, voll den falschen Mikro. Das ist egal, mach ich nachher. Ich bin die 4. Ich bin nicht 4. Bin ich nicht 4? Du bist 3 eigentlich. Ich bin voll 3. Ich bin 2. Oh, gut, 2. So, hier müsst ihr auch mal ein bisschen Chat lesen, ne? Und ja, mit den Leuten. Mit den Leuten, ne? Wir machen das hier nicht zum Spaß. Ich weiß nicht, was ich tue. Ich weiß nie, was ich tue. Versuch mal, Katharina, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich tue. Ja. Aber an Ändern ist es schwierig, Zwangspausen zu kriegen, keine Ahnung. Drück mal Y. Früher war mir Zwangse. Ja, früher war mir. Die Lok. So, ich jetzt hier. Pass auf. Geht jetzt los. Die Lok fährt im Folgen von ganz alleine. Nein, stopp, Alter. Hallo Kollege, du fährst heute in der City 2005 auf seinem letzten Teilstück von Willing bis Konstanz. Dein Kollege ist soeben pünktlich mit Zug aus Richtung Emden eingefahren. Das ist komisch geschrieben. Unterwegs sind keine Probleme gemeldet. Es sollte also eine entspannte Fahrt für dich werden. Das hoffe ich doch. Nachdem du in Konstanz angekommen bist, wirst du deinen Zug dort noch in die Abstellanlage bringen. Danach ist für dich erstmal Feierabend. Schon wieder eins, wo man den ab. Hier weg, was hast du gesagt? Abräumen. Der Fahrplan bietet ab Donau-Esching einige Reserven, sodass es nicht notwendig ist, die jeweilige Höchstgeschwindigkeit voll auszufahren. Empfohlen sind maximal 130. Ohne LZB? Hat die keine LZB, die Strecke? Die Ebola-Fahrplan beginnt auf Seite 1 des gewählten Fahrplans. Ach so, Fahrplan hier mit Ebola. Machst du deinen Hut aus, oder? Machst du mal. Oh, nee, mach ich nicht. Ach so, den LZB-Fahrplan habe ich nicht, also diesen Ebola-Fahrplan habe ich nicht reingeladen. Tut mir leid. Da habe ich gefailt. Egal. Ja, das ist auch so hin. Ich mach mal Türen auf. Türen auf ist immer gut, ne? Ja, oder? Mach einfach. So, das ist Sifa ist doch alles noch auf? Wie Türen, ja, Türen sind noch zu. Die steigen aber doch schon ein und aus. Nee. Tun sie mal zu. Mach Tee. Hab ich. Guck mal, das läuft doch schon hier unten. Ja, gut. Ach so, ich sehe das nicht. Ja, siehst du, so geht's mir den ganzen Abend schon. Wie bitte? Sehe das nicht. Weil dein Körper davor sitzt. kannst du deinen Körper... Ach nee, du musst der Kevin kommt ja nachher auch noch. Ja. Aber warte mal, jetzt muss ich mal... Aber hier, ich bin ja verwöhnt, ne? Wie faule Socke. Ich bin ja hier verwöhnt. Was? Der Kevin schafft das schon. Mach das aus. AFB, wie bitte? Wenn es da ist, werde ich es benutzen. Das haben findige Ingenieure sich ausgedacht. Ja, gut. Ist das Dauerschleife AFB? Ja. Wie lange sagt er das jetzt? AFD. AFD. Was? Raus. Beide. Links und rechts von mir. Ja, perfekt. In die Küche zu schicken und gar keine Gläser sind? Ja, ich wohne hier nicht. Ach so, nee, in dem braunen Schrank. Im Wohnzimmer. Ja, weiß man doch. Im Wohnzimmer war das, ja. Sorry, ja. Ich bin auch neu hier. Ja. Gerade eingezogen seit drei Wochen. Sag mal, vier Wochen. Spenden bleiben auch aus ein bisschen, oder? Wieso? Eine dicke, ne, für alle. Eine dicke für alle. Aber wir machen das ja nicht wegen Geld. Ernst von. Aber so, wenn ihr Euros zu viel habt, könnt ihr ruhig. Wir nehmen auch rein in die Spenden. 50 Cent. Ja. Ach, du warst gar nicht gemutet. Deshalb knackt das auch bei dir, weil ich bin ja die 4-3. Du bist Schlampe, ich bin ein normaler Mensch. Hat man dich jetzt gar nicht gehört? Ja, ich hab mich gemutet. Aber, jetzt habe ich hier... Was machst du? Ich hab nur geguckt, ob ich die 2 bin. Was war hier, war ein Sound? Ihr bringt mich aus dem Konzept, kein Wunder, dass ich wieder 20 bin. Ich hab den Ebola nicht. Du hast den nicht, doch, du hast den gemacht. Mach doch Ebola aus, brauchst du aber eh nicht. Ist ja gut. Blätterst doch eh nicht rum. Er hat den nicht reingemacht. Ah, guck mal, der Strom abnehmen ist schon mal der richtige. Oh, Baden-Württemberg, die habe ich extra installiert in Reband. Nett hier. So, Türen sind zu, würde ich sagen. Wir können, ja, ne? Ja. So, mal sehen, ob ich das kann. Geht schon schlecht los. Geht gut los. Der muss den Schalter. Ja, genau, jetzt hat der Schalter da rum gedreht. Der ist zu? Ja. Piept er nicht? Nee. Mach ich auch nicht. Das denn wissen, wenn er nicht piept? Bei dir piept's wohl. Ja, fährt nicht. Warum? Handbremse. Nee, das hast du vergessen. Was hast du eingeschaltet? Störung! Ja. Was hab ich denn eingeschaltet? Was hast du denn eingeschaltet? AFB. Ja, und? Ja, musst du AFB heben. Musst du mal ein bisschen V-Sollsteller. Bei 0 geht's schlecht. Genau, wenn du 0 fährst, mit fährt Y. Sie auch 0. Mit Y, V-Sollsteller. Ja, aber da muss man erstmal Energie drauf machen. Da muss er erstmal Strom haben, da muss er erstmal Saft kommen. Den hätte ich jetzt hochgezogen. Du bringst mich aus dem Konzept raus. Ernst, ja, vielen Dank nochmal für die Spende. Auf jeden. Wunderschön. Was hab ich denn jetzt hier unten für einen Grafikfehler? Und für dich extra. Oh. Vielen Dank für die Spende. Jawoll. So, hier, ab geht die Luzi. Hände auf die PZB. Das ist mein Bier? Ja. Cool. Oh, ein Fail-Counter? Nein. Wir können nicht alles voll mit Counter machen. Wie steht's denn? Wie 0? Ja, ich bin noch nicht gefahren. Ich bin noch nicht gefahren. Ich wollte sowieso gerade fragen, warum noch keine Pinchen gebraucht wurden. Der Rob hat da angefangen, dann ich. Also wir sind ja jetzt schon irgendwie, längere. Also erst waren die Profis und jetzt geht's ans Trinken. Nein. Nein.
der PC ist so. Der kann das. Störung. Jetzt hör auf mit dem Scheiß, das ist gemein bei der Lok. Wieso, die macht das ja manchmal selber. Ja, das deshalb sollst du hier aufhören. Ja, aber die macht das ja auch randommäßig. Ja. Karl, das genau. Tötet Leute. Die Hände von der Tastatur? Machst ja. du da? Nicht. Ah ne, das macht noch her bei der passenden Lok. Also. Wir begrüßen noch die in Villingen neu zugestiegenen Fahrgäste im Intercity der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach Konstanz und wünschen Konstanz eine angenehme Reise. Ach, 130 war ja auch empfohlen hier, ne? Ja, schön. Du kannst auch im Bild trinken, wenn du es kannst. Wenn du machst nicht. Nicht beim ersten. Na, wer weiß. Kommt da. Ich dachte wegen Werbung und so. Wenn wir kein Geld von denen kriegen, trinken wir es auch. Trotzdem. Er ist ja auch schon nach 22 Uhr jetzt, ne? Das ist kein Kinderkanal hier. Das steht vorne, wenn du klickst, musst du sagen, ich weiß. Das ist wie der Haken bei, ja, ich habe die AGBs gelesen. Das ist die größte Lüge im Internet. Ja. Die größte Lüge der Menschheit. Wer hat sich das schon einmal durchgelesen? Kennst du den Zaubpack-Folge davon, wenige, wo sie AGBs verarschen? Die hat das Internet abgeschaltet. Wie? Sag mir wie. Google mal das Ende vom Internet. Gibt. Boah, guck mal, wie das schön in die Kurve legt. Oh. Das Internet ist eine Scheibe, das weiß man. Wie die Welt. Jetzt, wo du da bist, ne? Quizfrage, wann kommt denn TS 2018? Gar nicht. Gar nicht. Ah. Machen gar nichts mehr. Nee, glaube ich nicht. Das Windows XP, der Train-Simulator. Das wäre jetzt dann schon gekommen, so irgendwie vergangen. Ja, wäre gewesen, ne? Ja, so Ende September immer. Ja. Ja, die hätten ja auch vorher schon Tamtam gemacht, ne? Ja. Also ist dann, sind sie jetzt auch. Doch komplett eingeschwenkt auf TSW. Wahrscheinlich mit der Entwickler-Crew. So. Bremen hat gewonnen. Und so ein paar Add-ons. Was ist jetzt Fußball hier oder was? Da wird sich der Christian aber freuen. Sie diskutieren die Fußball. Ist der kann nicht reden, keine Ahnung. Vettel startet morgen von hinten, ne? Mann, warum habe ich das noch nicht gegoogelt? Warum? Ja, setzt man sich nur hier für die Elegie-Arbeit. Habe ich nicht warum genau zugehört. Muss ja was tauschen. Ist in die Box gerollt. Habe ich vorhin nur im Radio gehört und dachte mir, scheiße, Nachrichten. Ja. Und dann bin ich auf meinen Stick gegangen. Einfach weggemacht. Das ist wieder doof. Ich sehe nicht, wann Donau-Esching kommt. Weil da wieder irgendwie Fahre über versteckt. Wieso? Nee, ist. Aber 2,46 steht jetzt unten. Ja, aber kommt vorher noch. Ja, aber werde ich das mitkriegen, die 2,46 Kilometer? 2,46 wirst du mitkriegen, ja. Ab 2,46 zählt es dann, ne? Ja, wenigstens vorher nicht anhalten, ne? Entspannte Fahrt. Wäre ich nicht ganz lose mit der Siefer. Ach, sieht doch gut aus. Weiß ja nicht, was noch alles versteckt ist. Ja, eben. Ey, guck doch mal nach vorne, da kommt ein Vorsignal. Ach, so unwichtig, so unwichtig. Oh, alle, grün, so nur für Laien. Witzer kennt das auch von hinten. Ja, eben. Norm, tut mir leid. Intuitiv. Das war eigentlich noch eine Aufgabe für heute Morgen, aber heute Morgen war nicht gut. Der Norm hat übrigens das Szenario erstellt. Ich das hier? Da oben reingeschrieben, ja. Genau. Sehr gut. Das ist ja von Norm. Ich habe eins ausgewählt, der hatte drei geschickt. Richtig, gucken, Lukas. Dass ich richtig. Den Chat ein bisschen mitlese hier. Ja, genau. Von da vielleicht, aber da musst du den lesen, das ist der Gesamtchat. Genau. Ja. Wenn, wenn wir Fragen kriegen für euch, dann melden wir die gerne weiter. Ja, dann liest du die laut vor und sagst halt. Ich lese was laut vor. Laut. Hast du dafür hier Verkehrspack gebraucht? Ja, ich glaube. Für die, ja. Die gerade vorbeigefahren sind? Ja, für einige Güterwagen. Ich kann nicht das mehr ist so Standard, ne? Genau, ja. Genau, das ist so ein Standard geworden, ja. Von ja, 3D-Zug, ja das Güterverkehrs... Set sozusagen. Verkehrswagen oder Güterverkehrswagen? Ja, ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall ganz tolles Set. Oh, da kommt 80. Oh Gott. Jetzt kommt die Probe auf Exempel hier. Was denn? Ja, geschmeidig. Lieber zweimal drücken, ne? Always double tap. Störung. Ich kann das auch klären, warum ich zweimal drücke. Das ist ganz einfach. Fürs Protokoll. Ich drücke manchmal nur einmal. Störung. Nee. Da bin ich lange am Signal dran vorbeifahren, wo ich zweimal, damit ich sicher gehen kann, dass ich wirklich bei manchen Loks, bei der 55er ist der PCB immer fast in der Mitte von der Lok, das ist der Witz daran. So hast du gedrückt, bevor du drüber gefahren bist. Ja genau, oder? Richtig. Ja, das ist natürlich das ein bisschen denn, gerade nachts, weißt du. Ist
wir fahren gerade gar keine Altbauloks heute, ne? Das aber war die VR-Strecke, ne? Nach alten Buferplan fahren wir. Oh, da war ein Schild, ich hab's übersehen. Da war ein Schild, ich hab's übersehen. Wieso hast du nicht gedrückt? Warum hast du denn nicht gedrückt? Du saßt es drücken können. Ich hab's doch nicht gesehen, was es war. Ist doch egal, immer du bestätigen. Noch, da saßt du noch 80. Du warst Zwangsbremsung. Oh, ja. Junge. Und ich saß noch. Alter. Du hast gar nichts gesagt. Ich sag... Der Kevin hat laut. Weißt du ja noch brüllt, ja? Du weißt laut nicht, was noch kommt, hab ich gesagt. Ja, ja, das auf jeden Fall nicht. Kennst du die Strecke? Keine Strecken. Mach doch mal was Sinnvolles hier. Mach doch mal was Sinnvolles. Ja, guck mal die Flasche, wo ist die? Störung. Hinter dem Apfel. Da steht das Ei. Soll ich die Zwangsbremsung erklären? Ja, da war ein Geschwindigkeitsschild. Genau, Geschwindigkeit und du bist über 95 Stundenkilometer darüber gefahren, über die 80 und hast dich bestätigt. Das kann der doch machen, der zwei Hände frei und sitzt davor. Ganz ruhig. Achso, willst du? Ich will gerne, ja. Akro hier, was ist los? Stress. Mann. Das ist immer so, wenn ich fahre, bin ich immer weg zum Asi. Okay. Ja, gleich mal durch. Aber ich? Hab's gar keinen coolen Sinn. Soll erstmal auslösen. Ja. Hab ich doch. Dauert da erstmal. Hab ich nicht? Hab ich doch. Siehst du, jetzt hast du auslösen. Da brauche ich Nullstellungsfang erst wieder. Der Thomas braucht nicht zu sehen, der hört das. So, ja. Deswegen frage ich ja auch. Der hört auch, ob das ein 80er oder ein 60er Schild war. Klappert anders. Ja, klappert anders. Ist mehr Farbe drauf, klappert anders. Wenn du drüber fährst, auf jeden Fall. Die 80 hing falsch rum, deswegen. Die 8 war andersrum. Das ist so ein DB-Netz. Ach so. Ding. Auch die erste Zwangse. Ihr müsst auch. Bin ich ja noch pünktlich gekommen. Ja. Ja. Sehr gut, cool. Sehr gut. Also keine Zwangse verpasst. Ja. Oh, super Einsendung. Dankeschön. Oh, lecker. Wachteleierlikör. Der Michael. Wachteleierlikör. Ja. Die guten. Hier. Die guten. Nordbrand aus Nordhausen. Ja. Oh, aus Nordhausen. Der gute Nordhausen. Im Harz. Nordhausen? Im Harz. Ich weiß, wo Nordhausen liegt. Da brauchst du mir nicht erzählen. Da bin ich vorbeigefahren gerade. Ja? Da war schon Licht aus. Deswegen haben wir jetzt auf der Autobahn 38. Ja. Ja, da halt oben, ne? Ja, ja, ja. 18 Uhr machen die Bürgersteige. Zwischen Kiffhäuser und Harz. Ja, man sagt das. Mit dem 85, das ist einfach ein runder Wert. 95 normalerweise. Was ist los hier? Immer, rausbefreien. Man soll unter. Was haben wir gesagt? Scheiße, worum geht's? 9 immer bestätigen. Worum geht's? Ja. Zwangsen? Ja. Came ich mit ich aus. Hab mit denen nur erklärt, warum. Schon so viele Zwangsen gehabt. Wie ist denn der Counter dieses Jahr eigentlich? Wer führt denn? Witz. Ey, wir haben doch erst eine Sendung gehabt. Ja, was habt ihr denn letztes Jahr? Dieses Jahr? Das ist Jahr, die zweite, die ist jetzt. Nein. Die eine ist ausgefallen, die Q2. Kannst du auch sie mitgekriegt? Die ist die Schrödingers Folge. Erst wenn du guckst, merkst du, dass sie nicht da ist. Nein. Steht auf der Zugbier-Seite. Gib mal zugbier.de ein. Machen wir zugbier.de. Doch. Bleib mal entspannt. Nein, kann doch. Kümmer dich um das Fahren. Kann ich nicht. Kümmer dich ums Fahren. Aber hattet ihr nicht März, April direkt zweimal hintereinander? Nee. Nein, dieses Jahr schon wieder ein Jahr her. Verdammt. Warum sagt denn keiner was von euch? Sehr geehrte Fahrgäste, wir reichen jetzt Donau-Eschingen. Ich möchte mich von allen Fahrgästen, die Donau-Eschingen aussteigen, möchte mich abschließen und bedanken mich. Der Witz hat dieses Jahr schon 8 Zwangs, mit dieser neuen. Der Ausstieg in Donau-Eschingen befindet sich. Ja, hier wird nicht gespart mit Zwangs. Ja, da muss es ja. Niemand will sparen, ja. Wir wollen die Wirtschaft. Keiner will eine Mauer bauen, ne? Keiner hat vor, einen Flughafen zu bauen. Keiner will sparen. Da ist ein Schild. 5 Sekunden später Zwangsbremsung. Einfach genial. Jetzt weiß er auch, was für ein Schild. Er sagt auch noch. Oh, da war was. Ja, ich habe nur ein Orange gesehen. Ja, anstatt hier ja, wieso klapperst du nicht direkt da drauf? Doch nicht. Muss doch nicht alles bestätigen? Doch. Jeden Scheiß? Ja, alles. Offensichtlich schon. Ne? Alles. Alles, einfach was gelb ist. Hier gelbes Haus, bestätige. Ja, drück mal. Super. Hab ich. Check. Sehr gut. Ja, gut. Da. Signal. Gelbe Blumen. Das ist aber grün gewesen. Bestätigen einfach. Das ist ja grün. Wenn die das nachher im Protokoll lesen, ist super. Ja, die Versicherung. Ja. Ah, der guckt auch. Die schicken dich direkt nochmal zur Lokfahrschule, du. Ich merke das wohl. Also der Witz ist amtierender Zwangskönig. Der hat 10 mehr als ich. Seit Jahren. Ja? Insgesamt oder dieses Jahr? Ne, insgesamt. Es steht 65 zu 55. Was anhalten 65 darf? Ist der Witz. Das mach ich doch. Donau-Eschingen. Ja, sind nur 800 Meter. Ja, Spanien. Ist da gut. Ich hab 0. Können wir mal die Ansicht ein bisschen höher machen, damit man mehr von der Strecke sieht? Kevin fährt zu. Fordert der Chat das? Ja, kann ich gleich machen. Kevin fährt zu. Ich fliege immer nur mit der Kamera durch den Editor. Aber lass mich hier halten. Da kriege ich genug Zwangsen in Form von Abstürzen. Aber ich muss die Lichter sehen. Abstürzen.
Wieso? Du kannst aber auch das Ding davor machen. Nee, jetzt mache ich gar nichts vor. Jetzt fahre ich hier. Der vierte ist der Kevin. Der erzählt gleich was. Der erzählt gleich was. Ganz viel. Der ist gleich als nächster dran, der kommt genau passend. Was? Ja, du fährst halt auch. Was denn? Was Einfaches. Ich kann nicht fahren. Was Einfaches. Irgendwas mit nicht viel Objekten und. Ich mache den Rausschmeißer, das kann ich. Ja. Wir machen als nächstes den Rausschmeißer und dann war's das für heute. Was? Jeder einmal dran und gut. Ja, reicht heute. Kann ich die Tür jetzt schon freigeben? Wir haben genug. Kannst du machen. Nach rechts? Ja. Geht nicht. Eine Störung. Das waren wir nicht. Das andere ist auch lauter. Achso. Oh, hier mit 4,5 Butter. Oh, sehr schön. Butter weich. Jetzt alle raus zum Rauchen und gleich fahren wir weiter. Bremse anlegen. Bremse anlegen? Ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Ja, roll's weg, wenn der Wind geht. Hast du die Tür offen? Ja. Ja, sowas von. Glaube ich. Nee. Ist nicht wunderschön. Da ist nicht offen. Nö. Kann keiner rauchen gehen. Nee. Doch, da hinten. Guck mal, der ist offen. Ah, einer. Einer. Zwei. Da ist auch. Ja, doch, da. Das steigt auch wieder aus. Warum sind hier Löcher? Die Lok davor gefahren. Warum ist da eine blaue Telefonzelle? Ist sie wirklich da? Ist sie wirklich da? Türen gehen zu. Das ist eine blaue Telefonzelle, Alter. Ist der Mike eigentlich da? Mike? Nee, noch nicht gesehen. Nee, nicht gesehen. Hauptluftleitung steigt. Ja. Dann würden die Bremszylinder hier gleich... Wunderschön. Wunderschön. Sehr schön. Machst du's. Genau. Was wurde alles bisher gefahren? Noch nicht viel. Zwei Sachen. Einmal TS mit der 112er EL. Ja. Von Lutherstadt-Württemberg nach Bitterfeld. Mit sehr viel umfallenden Häusern, das Bäumen. Auf der Strecke, die war einfach völlig bedeckt von Autos, Gegenständen. Autos. Züge standen rum, genau. War kaputt. Genau. Und TSW haben wir gefahren mit der Class 66. Ja, das war eine sehr schöne Fahrt. Das Szenario. Das alles, was wir in 3 Stunden geschafft haben. Aufgetankt. Na. Na dann. Ja, die ist jetzt auf jeden Fall voll für das nächste Szenario. Ist das schön. Hui. Genau. Die Witz-ZB. Die macht auch keine Zwangsen. Nee. Da kannst du immer bestätigen. Oder auch nicht. Frankfurter U-Bahn werden wir wahrscheinlich nicht fahren, glaube ich. Nee, U-Bahn siehst ja nichts. Nee, U-Bahn nicht. Hat er ein Szenario geschickt? Nein. Hast du ein Szenario geschickt? Nein. Oh, die wackelt aber nicht, okay. Da wackeln alle Loks. Was machst du denn da? Bist du leise? Muss auch was sagen, Bob. Ne? Auch alle in Donau-Eschingen zugestiegenen Fahrgästen ein recht herzliches Willkommen im Intercity der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach Konstanz. Konstanz. Der Nichtsalt wird dann Immendingen sein. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Immendingen, der Nichtsalt. Ja, sehe. Gut. Check. Der planmäßige nächste Halt, würde ich sagen. Ich glaube, du kannst ein bisschen schneller fahren, um Zeit rauszuholen, oder? Ach so, wegen der Zwangse? Ja. Ja, kann ich. Mal 2 Minuten musst du rausholen. Oder nee, ETA ist Estimate Time of Arrival. Ja. Ja. Schaffst du sowieso. Nee, schaffst du. 2 Minuten sollst du da sein. Passt doch. 2 Minuten vorher sollst du da sein. Ja, aber da steht ja die Entfernung noch nicht. Du hast 6 Minuten. Wir wissen ja nicht, wie weit Immending jetzt weg ist. Ja, aber 6 Minuten, in 6 Minuten sollst du da sein. 140. Hol alles raus. Mach ich. Gib Vollgas. Alles was geht. Alles was geht. Warp 7. Warp 7. Mopsgeschwindigkeit. Energie. Alles was die Strecke hergibt. Ja. Doppelte Mopsgeschwindigkeit. Warte, muss ich die Kurve legen hier. Ja, aber das ist vorbildlich, Simulator Man. Ach so, rum ist ja. Ah, oh, spiegelverkehrt. Ja, spiegelverkehrt. Schön. Die Gesamtzuschauerzahl könnt ihr auch immer links über dem Player sehen, also über den Witz oder über den Kevin. Ja, genau, er zeigt gerade drauf. 249. Ich habe leider keinen Blinkpfeil. Das wäre so schön, ne? Das wäre geil, oder? Zum Pappschild als Hintergrund. So ein E.T. da unten. Ja, es gibt doch in Amerika auch diese Typen, die auf der Straße stehen und diese Pappschilder da so. Geiler Job.
Ja, total. Zugeschwitzten Kostüm. Der beste Job der Welt. Von der Schicht vorher übernommen. Ja, noch gar nicht trocken wieder. Nee. Trocken. Noch so schön feucht. Überbewertet. Ja. Ob es das gewollt, dass man den Greenscreen im Stream erzielt? Ja, ja, das ist gewollt. Das, ja, das, Feature. Ja. Das Feature. Das Feature. Das ist Feature. Kein Bug. Feature-Request habe ich mir gewünscht. Wir brauchen mehr Grün in der Sendung. Ja, bisschen Grün. Wer ist grün? Das kontrastiert auch schön mit Kevins Haaren. Ja. Ist gut, ne? Ja. Ja. Ist perfekt. Wie viel Greens kriegen wir? Ich habe auch drüber nachgedacht, ob ich ein grünes T-Shirt anziehen soll. Dann noch eine grüne Brille. Ja. Ja, grün ganz Körper anziehen. Nur so ein Headset. Nur so ein Headset. Nee, nur so ein Headset. Ui. Ja, das ist die längste Blockstelle Deutschlands. Die längste Nein. Blockstelle? Ja. Echt, ja? Doch, ja, ja. Ich denke, die ist zwischen Übersfelder und Gardeling mit 36 Kilometern. Guinness-Buch. Ja. Ja. Nee, keine Ahnung. Kommt kein Signal. Keine Ahnung. Juhu. Hat jemand nur geschrieben. Das ist, wenn er, wenn die lange Block zwischen Übersfelder und Gardeling fährst, sind es 34 Kilometer. Alter. Kommt kein Signal dazwischen. Wenn du da PCB fährst, oh Gott. Hast gesehen, er hat sogar richtig beide Loks haben den vorderen gehört. Sehr realistisch. Korrekt. Korrekt. Richtig korrekt. Korrekt abgebildet. Hat der Train-Simulator-Kollege gut gemacht. Oder der Norm. Kollege. Kollege. Ja, genau, richtig. Kollege. Kollege. Kollege, guter Arbeiter. Was? Stimmt. Warum ist das Ding kaputt? Er ist kaputt. Stimmen wir dir nicht? Ah, die sind doch immer kaputt. Ausgelutscht. Woher weiß einer, dass ich Motorrad fahre? Zitter. Aha. Stimmt, der stoppt mich. Stimmt, irgendwann mal erzählt. Nein. Wann denn? Oder wegen den schönen Motorradmodellen immer auf den Strecken. Ja, noch nie eins gesehen. Genau deshalb, den schön. Das ist auch besonders gut, wenn die am Bahnübergang dann stehen bleiben und einfach so balancieren können. Auf der Schranke. Ständer raus, zack. Aber das geht wirklich. Ich habe gestern, wo ich nach Leipzig gefahren bin, ein Motorrad mit Stützrädern gesehen. Nee. Nein. Ja, doch. Ach so, eine Goldwing, um dann zum Ausfahren, damit der nicht einfach weiter tuckern kann. Ist das ein Feature? Nein, das war wie so ein voll verkleidetes Motorrad mit Dach. Ja. So zwei bequeme Sitzplätze hintereinander. Und dann hatte der halt so rechts, links ein Stützrad, damit der im Stau nicht umfällt. Ja. War eindeutig Motorrad bei dem Auspuff. Ich habe ein Foto gemacht, kann ich zeigen. 80. Mache ich Foto durch Facebook. Wie 80? Nein. Nee, nee. Aber vor ihm Ding kommt noch 80. Er wird gerade im Chat geschrieben. Ich muss das noch weitergeben. Das, ja. Das ist nett. Danke, Chat. Leer. Danke, Chat. Ich trinke schon mal leer. Wie, hast du noch nicht leer? Mach schon mal Platz. Er ist wieder was nächsten. Zusammengelaufen. Naja, vom Rand, ne? Aber das trinkst du beim nächsten mit. Genau. Warum? Ja. Erklär mal einer. Was habe ich beim Trinken nicht gesehen? Ja, du guckst. Du, klar, gut, du hast drauf geguckt. 120? Richtig. Und ich fahre 140? Richtig. Was ah, schnell, das ist klar. Guck mal hier, der ist ja auch schon. Naja. Doppelzwangsbremsung. Ja, ja, trink schon mal leer. Soll ich doppelt einsagen, oder was? Aber deswegen, ich dachte wegen den 80, die, was der Chat gesagt hat. Nein. Trinkst du leer, das ist ja hier. Nein. Hatte ich erwähnt, dass ich Eierlikör gar nicht mag? Muss ja nicht. Ist ja auch, eine das Strafe. Ist jetzt, der Prüfer, ja, ich finde das richtig Strafe. Der Prüferabschnitt hatte ich jetzt. Für Freigabe. Ich kann mich nicht konzentrieren in zwei. Wie soll ich mich denn konzentrieren? Hauptsache, der Counter ist direkt aktuell. Immer. Ja, sicher. Bevor die Zwangsurlaub passiert ist. Das ist echt so krass. Ich zähle schon mal das hoch. Passiert in Realtime. Nein, ich mach da gar nichts dran. Mal ganz kurz aufzuklären, die 120 muss er nicht bestätigen. Er war einfach zu schnell bei dem Prüfabschnitt. Die genau, Bremskurve, der Prüfabschnitt nicht. Der Prüfabschnitt kommt danach und der hat ihn entschärft. Hier, rollt schon wieder. Es läuft und rollt. Ja, vergiss die Siefer nicht, sonst... Habe ich den Hand drauf. Die nächste. So schnell kann ich nicht trinken. Aber da kann ich mich befreien. Fährt's jetzt los hier. Läuft. Willst du fährst heute Abend durch? Nee, das sind, ist ja gleich zu Ende die Sendung. Oh. Da ist sie doch sowieso. Oh, da kommt schon Edith Command 20 zur Counter, ja. Ah, die Mods. Chat ist gut. Ja. Und die Mods sind gut. Ja, deswegen ist Vielen der Chat Dank gut. Dafür. Deswegen ist der Chat gut, weil die Mods gut sind. Und dann sind da noch die Zuschauer. Ist doch schön ruhig. Ne? Aber wenig heute, oder? Wird doch gar nicht Zuschauer? Ja, 350. Elite. Wir hatten schon, oder ihr hattet 600. Ja, mehr? Ja, 600 hatten wir schon. Ja, doppelt. Ich wollte gerade sagen, also 600 habe ich auch so im Kopf. Ja. Ja, es ist langes Wochenende, viele sind weg, ne? Familienfeiern. Ah, die gucken das mal schnell nach.
im YouTube oder im Twitch. Ja, die Leute so, an. Genau. Fummelst du so, noch? Ja, so, ja. Ist das noch? Ja, passt. Jawohl. Ja. Sehr gut. Jetzt sind wir 3,5. Die 3,5 von der Tankstelle. Ja. Man sieht auch so viel Oberkörper, ne? Normalerweise ist das bei uns. Ja, weil wir weiter weg sind, ja. Wir sind näher dran. Wir sind weiter weg. Aus dem Bauch einziehen. Hab ich nicht nötig. Sag mir, hast du mal ein Szenario aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet gefahren, wird gefragt. Wer, ich? Ja, egal wer. Hagen-Siegen? Hagen-Siegen sind sie schon mal gefahren. Öfter. Ja. Ein paar Mal. Bis du bist, die Leute, du bis bist die Vorwald, der Chat sagt, wird Achter vor allem Ding auf die 80. Ja, ja. Gut. Ja, ja. Ja, ja, sagt ja, ja. Ja, ja. Streamer haben eben keine Beine, ja. Nee. Ist halt naturbedingt. Ich habe nicht mal eine Hose, warum sollte ich dann eine Beine haben? Oder ja, umgekehrt? Es ist immer sehr verstörend, wenn der hier neben mir sitzt. Deswegen gucke ich immer geradeaus. Ja. Wenn du die kleine Beine nicht siehst. Nee, die haben wir vorhin schon geklärt, aber wenigstens hast du sie rasiert. Ja. Machst du nein, kommt nee, ja. Ich wollte gerade so einen Spruch drücken, aber ich lasse es lieber. Du bist hier Gast, Alter. Ja, du bist Gast. Und 5 Minuten hier. Wolltest du gleich wieder fahren oder ey, was? Direkt Vollgas. Ich hoffe, du hast eine Standheizung im Auto. Komm, 130, Junge. Gib Stoff. Ja, bin dabei. Oder komm, ja, wir sind nicht der Fahrplan, Junge, komm. Ey, jetzt stress mich doch nicht. Warum baust du jetzt so einen Druck auf? Mehr. Nee, dann, ja, nee, jetzt nehme ich Speed raus. Jetzt nehme ich Speed raus. Nee, komm. So, unter Druck kann ich nicht arbeiten. Fahrplan, ne? Nee, unter Druck kann und will ich nicht arbeiten. Oh Gott, der Kirmesfrick ist auf der Strecke heute stehen, auf dem Bahnwagen heute liegen geblieben. So nicht. So nicht. Wie ist mein BR? Grüße zurück. T-Shirt. Nach. Wohin? Ach, nach Magdeburg. Magdeburg? Magdeburg. Ob jetzt, wie, der Chat ist so weit weg. Was denn? Nicht, ja, mein so, Fernglas nicht dabei. Alles gut. Ja. Läuft doch. Nein. Nicht? Oh, da kommt ein gelbes Schild. Ja, muss man nicht bestätigen, nein, aber kann schon mal auf 100. Bremst doch irgendwann. Bremst irgendwann. Ja. Wenn ich ihn einschalte, ne? Mal dieser Bahnlärm. Wir erreichen dann in wenigen Minuten unser. Der Rob versucht mit Absicht, mir hier die Zwangsen reinzubringen. Nö. Ich hab dir gesagt, vor im Ding 80. Und bedanken uns bei Ihnen für die Reise mit. Nee, aber der macht hier das Soundboard rein. Der Ausstieg in Immendingen befindet sich in Nordrichtung rechts. Ich würde wahrscheinlich schon stehen. Sah gut aus, war gut gelöst hier. Achso, das T-Shirt, ja, das habe ich, das ist in der Wäsche. Das Rob-Spiel-T-Shirt mit der UBR 103. Warum? Trägst du das sonst immer auf? Wäsche? Ja. Nee, ich habe ja heute das, wir sind im Partnerlook hier. Oh. Hä? 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 Der Witz und ich, hä? Ja. Das kann man bei Witz man muss, nicht so gut man sehen. Man muss zeigen, wer die Base ist. Geil. Base Brothers. Naja. Can Crew. Könnte auch ein bisschen gay sein, ne? Nö. Du bist ein Zugbier Ultra. Weißt du nur noch nicht. Ultra. Ultra. Hol dich kaputt. Alter, hier festhalten. Türfreigabe. Mach doch auf. Der meckert, ne? Der meckert. Du hältst auf jeden Fall viel besser als ich. Also, ja, ja, das macht er gut. Also, du hältst immer hier mit. Hier mit. Ja. Und die Nacken, der Wagen schlägt dir voll in den Nacken und so. Aber ja. Hier, also, wenn ich gewollt bremse, bremse ich gar nicht so schlecht. Ja, 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 ja. Du bremst super. Ansonsten also, sehr schnell. Sehr, sehr viel besser als ich, auf jeden Fall. Meist bis zum Stillstand. Ungewollt. Ungewollt, genau. Oh Gott. Kommt halt mal vor. Habe ich diese Woche auch erlebt. Der pfeift hier mit einer Bahn her. Meine Ohren. Wer, warten? Das ist verrückt, oder? Immer dieser Bahnlärm. Genau. Scheiß drauf. Das war nicht Zugbier, ist nur Leute. Dreimal im Jahr. Mal dieser Bahnlärm. Zugbier ist nur dreimal im Jahr. Vier. Ja, dieses Jahr angeblich ist, nicht. Ja, dieses Jahr ist doof. Ja. Schrödingers Folge. Mhm.
Gab es den Stream echt nicht oder gibt es nur keine Aufnahmen? Weiß ich nicht. Ich habe noch nicht reingeguckt in die Kiste. Ja. Achso. Wenn du die Kiste aufmachst, weißt du auch nicht genau. Ja. Ist sie tot oder nicht? Ja. Wenn du die Kiste aufmachst, dann weißt du es. Ja, gut, dann weißt du schon. Aber entweder stinkt genau. Aber dann passiert es erst. Ja. Das ist es. Der Sauerstoff. Dann passiert es erst. Okay. Oder das zerfällt. Vorher ist es nicht definiert, ob es gab oder nicht. Wo ist die Kiste denn? Ich mach die jetzt einfach auf. Im Imagination Land. Was ist das? Oh Mann. Da habe ich kein Visum. Die wissen nicht, warte. Ich kann dir aber nur weißes Bier geben. Ja, das ist das Problem. Kevin, laufen. Ich muss aufstehen. Kevin, kannst du mal. Gib gleich ein Eierlikör wieder. Stress nicht rum. Ich fahr hier. Ey, Ansage. Ansage. Gegen 16.16 Uhr singen Rundwiel. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Hast du Durst? Schwarzbier im Kühlschrank. Alter, 26 Kilometer. Da muss, wer bin ich? Die 4? Der 3. Nein, bleib sitzen, bleib sitzen. Trinkst du ein normales Bier mal? Hier. Das ist hier ein normales hier Bier. Mit. Ist das? Meins. Nee, das ist deins. Ja, kann ich dir ein Bier klauen? Nicht mehr normales, komm. Das hat Rob. Ich werde das mal vertraft. Hm, der verträgt das nicht. Ja, das ist ja mein Problem. Ja, dann trinkst du mal keins. Dann kriegst du wieder Blähungen. Ja, dann halt ich durch. Ich hab ja euch. Mann, ey, und da soll ich fahren. Bis zur nächsten Raststätte. Konzentrier dich. Das ist wie mit 5 Kindern hinten drin. Ich muss mal beim Blockfahren nicht anders. Ja, scheinbar. Mein Bund. Guck mal, wie schön da hört man. Kabelkanäle verlegt wurden hier. Alter. Ja, schön. Jeder Elektriker würde sich einen Ast freuen. Ein Ast? Ja. So eins. Ja. Stehen auch Bäume rum. Ja. Guck mal, schön. Ja. Sind von den Elektrikern. Ist der ganze Wald so schön voll Bäume. Also. So, genau, so viele Elektriker hier auf der Strecke. So viele Elektriker auf der Strecke hier. So viele Äste. Weil sich so viele Äste gefreut haben. Guck dir das an. Ein Ast. Aber wir müssen ja. Ja, genau. Wird das die neue Trendbeleidigung? Du bist ein Ast. Ja, bist was du für ein Ast? Hast du die Frage, Jo? Rob, Witz, Thomas, was ist ein Bahnübergang laut EBO? Eisenbahnbetriebsordnung heißt das. Na, bist du das? Da weiß ich doch nicht. Definition, weil guck mal, so, in der Fragestunde. Schienenverkehr und Fahrzeugverkehr kreuzen. Ja, Höhengleich. Höhengleich. Sonst wäre es eine Brücke. Oh, oder also, so könnten sie auch nicht kreuzen. Ne? Nee, nach was Perspektive. Also, wo sie wirklich Begegnungsverkehr hätten, wenn. nicht? Also, Gelegenheitsverkehr. Gelegenheitsverkehr. Einfach so. Einfach so Verkehr gesagt. Das passiert. Das ist so, das ist mir rausgerutscht. Tunnel. Passiert das öfter? Der Möhringer Tunnel. Das ist einfach so. Es fiel heraus und steckte in. Was? Na komm, da stecken die Schienenverkehr und Straßenverkehr. Wer hat hier nicht auf lautlos? Ich hab auf lautlos. Ich bin es nicht. Ich hab wegen dir auf nicht lautlos. Wegen mir? Ich wusste, ob du anrufst. Nee, ich hätte einfach geklingelt. Das findest du. Du wärst doch jetzt schon am Bahnhof gewesen wieder, hab ich doch gesehen, wie weit du gelaufen stimmt. Bist. Irgendwann hätte ich die Nummer auch gefunden. Irgendwann, nach dem Stream. Nicht nee, ich hätte mich unten ins Auto gesetzt, und Tablet angemacht und Chat geschrieben, mach mal auf. Ja, genau. Aber dreimal, damit die Leute das auch lesen. Ja, ja. Mach mal auf, mach mal auf. Mach auf. Dreimal rechnen. Liken, damit sie sehen. Liken. Was sagt denn der Chat so? Während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Wir machen hier noch ein Schild. Damit, die Fahrt, wie ist es eigentlich, wenn man gerade einen Zug fährt und dann auf Klo muss? Weiß hatten nicht. Wir heute vorhin schon am Anfang. Ja, hatten wir schon. Einfach laufen lassen. Hashtag laufen lassen. Ja, Hashtag genau. Laufen lassen. Ah, der Werner ist da. Hashtag läuft bei mir. Schön. Hallo. Ja. Habe ich kein Problem, läuft bei mir. Da hat ja eh schon keine Hose an, die kann auch nicht nass werden. Ja, ich meine, was soll's, ne? Ist ein Ledersitz? Störung! Rob, das ist viel lauter, das höre ich jetzt. Was? Du bist ein Saboteur. Wieso? Doch. Oh. Werner ist da. Hallo Werner! Hallo Werner. Hallo Werner. Werner kann das all laufen lassen auf dem Führerschein. Mein Gott, man kann ja auch eine Flasche nehmen. Also. Nein. Im Notfall? Am Signal, machen, wenn halt ist, mal. Was machst du als Pferdeverkehr, wenn du immer grün hast? Ach, ich hab als nicht immer ICE. Grün. Hast du als ICE? Was ach, machst da ICE. Güterverkehr, als wenn da immer alles grün wäre. Fahr nicht so lange, ne? Genau, alles grün. Alles grün. Das ist eine dreiste Lüge. Ist so. Ja, ich hab letztens bin ich auch ICE gefahren, Zwangsbremsung. An einem Stück mehrere. Das ist bestimmt Witz gefahren. Ich bin nicht selber gefahren. Also. Ich wurde da gefahren. Ich durfte mal. Ja. Irgendwer war da.
Schlüssellack auf dem Tisch. Ganz schlimm. Schlüssellack so auf dem Tisch. Und die Leute dann immer. Aber so, ey, die Klofrage kommt in jedem Stream eigentlich, oder? Echt, in jedem Hollywood. Ja, ja, ist wirklich so. Immer wenn ich dabei bin, wie gehst du auf Toilette? Wie machst du das? Wie machst du das? Ja, ist so. Ja, ey. Wiederholen heißt lernen. Ja, aber es scheint ja eine die Frage, der Bedarf ist da, ne? Also man ja, fragt aber es ist, nee, ist wirklich krass. Die Frage, wirklich, ich kann mich daran erinnern. Frag mal Alexander Streams. Gerst. Wie gehen Sie im Weltraum auf Klo? Wie gehen Sie im Weltraum auf Klo? Ja, einfach das ist viel mal wieder. Halt den Arsch aus dem Fenster raus. Der macht die Kurbelscheibe runter und dann ja. Ist erstmal. Das ist nicht der Mond. Die halten auf der Raststätte erstmal an. Das ist der Mond, nicht der Mond. Das ist Orion. Ja. Urinon meinst du? Ja, Orion. Unterhalb vom Gürtel von Orion. Also das heißt eigentlich auch nicht Uranus? Nee. Ja. Uranus heißt das. Uranus. Also es gibt nicht, auch noch nicht mal um 11. Ist noch nicht mal um 11. Das ist so geil immer. Aber das fragt wirklich jeder. Das fragen selbst Kinder. Das war so geil. Babyschiene West. Ja, bei Kindern, ja. Aber die machen sich halt Sorgen um dich. Kind wird auch nicht ankommen, Kind wird auch nicht anfragen und mit einer Konstellation von Signalen und fragen, wie ist die Bremskurve. Da wird kein Kind mit ankommen. Wo gehst du pinkeln? Aber ich lasse ja immer laufen in die Hose und du wirst lachen. Die meisten Fragen, zum Beispiel letztes Jahr war ich beim BW-Fest in Schöneweide. Ja. Und komischerweise, die meisten, die fragen, sind nicht die Männer, sondern die Frauen. Ja, weil. Die können ja nicht halten. Also, die haben auch nicht die Klo-Frage, aber so allgemein technische Fragen zum Beispiel. Die Frauen wollen viel mehr wissen über die Technik. Ja, weil die Männer schon verstanden haben. Nee, teilweise gar nicht. Da hast du manchmal das Gefühl, dass die Männer die Frauen zuvor schicken und fragen. Und da stehen die Männer mal ganz viel daneben. Auch das wusste ich noch nicht. Ey, Schatz, geh du mal. Das ist so geil. Ja, warum nicht? Ach, herrlich. Das ist so warum lustig. Nicht? Das ist Frauen können auch besser rechnen. Ja, mag sein. Ja. Jetzt bin ich gut im Rechnen, keine Ahnung. Wenn es wieder heißt, zwei Schuper zum Preis von drei, dann geht's ab, ne? Sonderangebot. Nur heute. 10 Euro Gutscheine. Messerrabatt. 10 Euro. 10 Euro Gutscheine ist schon. Ja. Wenn du jetzt drei Getreideschuber online bestellst, Getreideschuber, kriegst du 10 Euro Rabatt. Wie ist das, wenn die PCB gestört ist in der Lok? Wie schnell darf man denn dann fahren? 50 Stundenkilometer. 15? 50. 50? 50. Was kam noch? Ja, machst ja auch nichts. Die wissen, was du gewählt hast, Rob. Witz. Ja, die wissen, was ich gewählt habe. Ja, die Lügenpresse. Achso, AfB. Lügenpresse. AfB. Ich habe die AfB gewählt. Hier die AfB. Hier unten. Hier unten. Aber ist aber kein Soundboard für, ne? Da ist der AfB-Bahnschalter. Genau, richtig. Bahnschalter. Müssen wir vielleicht noch runterladen. Der stand auf dem Zettel ganz unten, ne? Lass mein Modem aus. Drückt da nicht sinnlos rum. Alter. Das stimmt mit dir nicht. Gut, dass da Farben sind. Das stimmt mit dir nicht. Wieso jawohl, geht das nicht? Einige Minuten später ist er dann also fertig. Ja. Ist das auch beim Wickelgehen auch so? Beim Wickel. Das ist die Frage der Demo. Wie gehst du auf Toilette? Wie machst du das? Ich muss jetzt auch andere Fragen beantworten. Guten Tag, ich bin Vorstandsvorsitzender der größten Aktiengesellschaft Europas. Was machen Sie, wenn Sie auf Toilette müssen? Komm, sagen Sie doch mal. Gehen Sie einfach raus aus dem Meeting. Ja. Halten Sie es hoch. Das Niveau, oder was? Das Niveau, hochhalten. Das Niveau müssen wir hochhalten. So. 16 Kilometer noch. Singen, Einfahrt. Singen. Das ist vorbei, ja? Dann müssen wir singen. Störung. Das weiß ich nicht. Sind eigentlich die Leute, die AfB wählen, sitzen die dann auch im Bundestag am längeren Hebel? Ja. Am V-Soll? Die brauchen ja V-Soll-Steller. Ja. Die geben den Speed an. Geil. Aber nur in die opposite Richtung. Opposite Richtung. Ach, herrlich. Sind alles nur Rechtssitzer, ne? Ja, siehst du ja hier, siehst du ja hier, ne? Ja. Ah ne, das ist wieder so rum. Geh nicht, ah, das aus. Das ist die Klingel. Das ist links. Das ist links. Links hat keine AfD, AfB. Ne, links kann ich steuern. Kein Einfluss. Ist da was? Ja, genau. Das war jetzt hier, das Thema. Ja, ihr lacht noch. Ja, wie schon gesagt, genau, Politik ist nichts für den Livestream, richtig. Ja. Nee, machen wir auch nicht. Genau, AfB, wir wissen, welche Hebel gestellt werden müssen.
Ja. Die stellen die Weichen in die Zukunft. Sehr genau. Die Zukunft. Mann, die Fahrinsider. Deutscher Ladedruck. Die Wähler der Fahrinsider-Partei fühlen sich angegriffen. Ja. Um einfach die Frage unkommentiert zu beantworten. 80. Ich denke schon. Gesehen. Ich weiß mal nicht, wer. Restezug. Reste. Krodus. Ich weiß nicht, wer du bist, aber bestimmt, ja. Auch ein strengstes erwünscht. Das freut mich. Alternative für Bahn, AfB. Alternative für Bahn, das fällt mir langsam. Das ist aber keine Partei für Dobrindt. Oh, jetzt sehe ich die politischen Diskussionen. Das ist keine Diskussion. Herr Dobrindt, guck zu. Adobe? Adobe. Thomas, was hältst du von den Kollegen, die nachts mindestens mit Fernlicht grüßen? Boah, das finde ich voll nicht schlimm. Wenn es nur kurz ist, geht das. Wenn es länger ist, ist es nervig. Manche kommen eigentlich wirklich entgegen und machen das Ding nicht aus. Das ist wirklich. Er hat mich nicht gegrüßt. Ich freue mich immer, wenn die grüßen. Das ist mal lustig. Teilweise haben wir da so richtige Rituale. Wenn manche Kollegen entgegenkommen, die wir kennen, dann immer. Konzert und alles. Aber mich anscheißen hier. Da kommt ja keiner entgegen. Wie grüßt du eigentlich? Wen kennst du da? Alle! Den Grashalm. Den vierten von rechts. Den Schöllerschein Bernd oder so. Den Busfahrer hier rechts. Ah, den Busfahrer. Musst du nicht anhalten? Nee. Also, nur langsam fahren. Ich fahre. Fällt gar nicht. Die Frage wurde nicht gestellt. Welche Frage? Wenn ich auf Toilette gehe? Ja, stimmt. Die hat man lange nicht mehr. Ja. Wie machst du das eigentlich? Komm, erzähl doch mal. Nein. Ausrufezeichen Toilette. Hast du so... Kevin, dein Name sagt schon alles, oder? Also jetzt fang nicht damit an. Ja, den haben wir schon erschöpft. Den haben wir schon erörtert. Langweilig. Da gibt es ganze Sendungen von. Ja über ganze euch Leib nicht, Streams. Ne? Die ganze Leib über euch nicht. Ihr seid ja nur neidisch. Ja. Genau, so muss es sein. Ach nee, herrlich. Ja, abblenden, aufblenden. Aufblenden, wenn das mal ganz kurz ist, ist eigentlich ganz... Sieht ganz cool aus. Ganz süß. Ganz süß. Ganz hübsch. Mit der S-Bahn nach Bergisch Gladbach? Nee. Bist du da mal gefahren? Nee, Güter bin ich ja nicht in Bergisch. Aber mit der S-Bahn? Der S-Bahn nach Bergisch Gladbach, ja. Der S11. Ja. Spielst du am Handy rum? Das ist eine seriöse Sendung. Warte. Bier dürfen trinken? Ja. Ich bin Businessman, ne? Ja, eben. Und ich fahre ja nicht, ich darf ja. Grüß deine Mutter. Mir wurde gesagt... Grüß deinen Vater von Kevin. Wenn er noch guckt? Gerade eingeschaltet. Achso, der war nicht mit auf Messe. Doch, war mit auf Messe, aber der hat einen kürzeren Weg. Der war einfach früher zu Hause. Ich habe einfach schon 2 Stunden vor Ankunft gesehen. Ich bin jetzt auch live dabei. Der wohnt in Plagwitz, jo. Ja. Leitsportwitz. Nee. Grüße an das Eisenbahnmuseum Leipzig. Waren die eigentlich da? Haben die Lok ausgestellt? Nee. Waren die da? Haben die Lok ausgestellt dort? Nee. Leipziger Eisenbahnmuseum? Nee, glaub ich nicht. Okay. Chemnitz-Hilbersdorf, die waren da. Ah ja. Der Jens. Chemnitz heißt das. Das ist ja auch Chemie und nicht Chemnitz. Ja. Das ist ja China. Ja, genau. Das ist Chemnitz. 10 Sekunden pfeifen ist auch eine Alternative, ne? Wofür? Grüßen. Ja. Grüßen. Ja. Alle. Wir unterhalten uns gerade. Du weißt grüßen. Das ist wieder diese Bahn. Zieht einfach durch. Grüß mal die Welt, das ist egal. Ja. Mal dieser Bahnlärm. Schon 2 Kilometer ohne Zwang. Ja, sehr gut. Auch mal gefeiert. Boah. Werden. Ich bekam gerade Nachricht, ja, er guckt noch. Ja, guck. Ist noch ein bisschen, nicht? Verpulver nicht alles. Ein bisschen. Verpulver ist noch ein bisschen. Das ist ja anfeuern, das ist ja motivierend. Oh, geil. Ja. Wo? Da stehen noch welche. Guck dir das an, du Silos. Kann man aber nicht durchgucken. Das sind die schönsten Rohre, die es gibt. Kann man nicht durchgucken. Guck mal, ist kaputt. Aber die Silos, die kleinen, die da standen, die kannte ich aber schon. Die kanntest du? Mhm. Ah, bloß. Guck mal, den auch. Kennst du auch? Hat jetzt keiner gesehen, worauf ich gezeigt habe. Ne? Ich weiß es, ich weiß es. Entweder war es ein Traktor da war's. Oder Raffeisen. Traktor oder Raffeisen. Wer weiß.
ein. Wenn Kollegen vom selben IVUs entgegenkommen, dann wird immer sehr herzlich gegrüßt mit allem, was zur Verfügung steht. Dem Stinkefinger. Steht. Hupe, Hupe, Licht, Stinkefinger. Oh. Aber das ist auch im LKW-Verkehr so, glaube ich, letztens gemerkt. Ja, Stinkefinger. Ja, beim Überholen auf gleicher Höhe. Genau. Schön. Sind wir da? Sind wir bald da? Sind wir bald da? Sind wir bald da? Simulator, ja. Was ist denn das für eine Antwort? Ja, Simulator, ja. Ja, der weiß das halt. Ja, aber darf ich auch den Führerschein rauchen? Ja. Im Simulator, ja. Ja. Und bei Dieselloks auch. Bei Dampfloks auch. Bei Dampfloks auch. Dampfloks auch. Sieht keiner. Ja, guck. Oh, hier und das. Oh. Scheiß auf. Fight for Freedom, ich hatte den Trains. Ich hab's gerade schon, gelesen. Pressewagen. Ja, jetzt weiß ich auch, wer der Kodos ist. Ah. Ja. Simulator-Tage. Da wart ihr ja leider nicht da. Ah, Koblenz, wo waren die denn? In Koblenz, im Eisenbahnmuseum. Zum Eisenbahnfest. Ja. Davon habe ich mitgekriegt, der Sven hat mir davon erzählt. Ah, du warst doch nicht weit. Warum? Achso, du hast keine Zeit. Es waren voll die Fame-Leute da. Ja? Fame? Ich zum Beispiel. Alter Schwede, ey. Ja, ich wäre eigentlich auch gerne hingefahren, aber wollten die ein Foto mit dir? Leute? Wie gesagt, hier können wir ein Foto machen mit dir? Nee, leider nicht. Siehst du? Aber andere wurden nach Fotos gefragt. Spessartunnel kann ich nicht mitreden. Tut mir leid. Das ist nicht so da, wo ich oft hinkomme. Wer wurde nach Foto gefragt? Alle also, fame Leute da. Den kennt doch bestimmt den Nordrhein TV Play. Ja. Echt? Ja. Mit dem bin ich den letzten Bus gefahren. Der war nämlich auch da. Krass. Ja. Die fahren immer real on sie hier. Die sind so. Nee? Ja, genau, real on sie, ja. Der arbeitet in der Nähe von mir. Ja. Der Norm schreibt, Kevin, du musst dich mal bei mir wegen Szenarien melden. Musst. Du weißt, soweit. Ich muss. Genau. Wenn du so weit bist, du weißt. Ja, ich weiß. Du weißt du? Ich weiß nicht. Weißt du? Du weißt ich. Oder musst. Weißt du? Ja. Machst du? Demnächst. Sag doch mal ein Datum. 2018. Apropos genau Omsi. Datum. Ja, wenn fahren, rausschmeißer nachher Omsi. Stimmt. Und ich bin der Busfahrer. Ich mach die alle, Berliner direkt alle. Gerade Manfred. Ey, was willst du denn, ey? Du, Michael Schumacher, ey. Kauf dir mal einen Fahrschein, du Opfer. Du Ast. Du Ast. Das ist der falsche Bus, der fährt nach Spandau. Wo willst du überhaupt hin? Nach Rudo oder was? Stimmt mir denn nicht. Vor allem, was denn die Leute zusammenschnauzen, die so im richtigen Bett hier. Wir erreichen dann in wenigen Minuten unseren nächsten Halt, Singen am Rotwil. Dort haben sie anschließend an einen Zug der SBB auf der Fahrt nach Konstanz über Radolfzell, Allensbach und Konstanz-Petershausen. Die planmäßige Abfahrtzeit um 16.32 Uhr von Gleis 2 an den Intercity 187 nach Zürich über Schaffhausen. Die planmäßige Abfahrtzeit ebenfalls um 16.32 Uhr von Gleis 3 sowie an eine Regionalbahn nach Schaffhausen über Gottmardingen und Herblingen. Die planmäßige Abfahrtzeit um 16.36 Uhr von Gleis 5. Wir möchten uns von allen Fahrgästen, die in Singen aussteigen, recht herzlich verabschieden und bedanken uns bei Ihnen recht herzlich für die Reise mit der Deutschen Bahn. Der Ausstieg in Singen befindet sich in Fahrtrichtung. Danke! 5,55 Euro, das ist ja. Ihr habt heute eine Schnapszahl, ne? 5,55 von. Ich hab's nicht gelesen. Mickey, gerade. Oben steht. Mickey 17. Oder Mikey, Entschuldigung. 17.956. Ja. Ich sag's also, Dankeschön. Das ist krass, da sind immer die Leute, die sich nie im Chat melden. Ne? Ja. Das stimmt, ja. Aber sehr vielen, nett auf jeden Dank, Fall. Vielen sehr Dank. Schön. Ja. Jo. Daumen hoch. Daumen. Yeah. Woo. Party-Daumen sind das. Party-Daumen, richtig. Gibt's noch einen fünften Gast, ja? Später kommt noch der fünfte Gast. Bahnhofskatze. Ja, wir haben ja alle. Kommt noch mehr. Oh, Anonymous. Ist das jetzt der Nickname vielen oder? Vielen Dank für die Spende. Ist der anonym? Oder er hat anonym gespendet, das geht auch. Ja. Anonymous. Wenn ich da nicht anmelden willst oder so. Vielen Dank. Oder irgendwie so ähnlich. Oh, der ruckelt. Schatz, es ruckelt so. Oh, ey, das schön. Jetzt bricht das hier. Schatz, es ruckelt. Oh, oh. Ei, die Lok fährt einfach so weg. Die rollt, alleine. Die ruckelt weg, die ruckelt weg, die ruckelt weg.
Hast du denn für eine lahme Kiste hier? Kauf dir mal einen anständigen Rechner. Ja. Musst du den selber bezahlen? Das ist ein Schrott. Ich schmeiß den weg nach dem Stream, das ist ja ekelhaft. Ja, gib ihn mir, ich nehme ihn mit. Du kannst den da mitnehmen, der ist sowieso Schrott. Der da? Ja. Bierfreigabe. Das ist der alte. Was denn da noch? Läuft da noch was? Ja, Singen haben wir erreicht, ne? Boah. Der ist gut. Kannst du noch? 2018. Was kann ich noch? Was denn? Kannst du noch fahren? Was? So, dann schick ich ihn fahren jetzt. Wahrscheinlich ist der noch besser, der Rechner, als der in der Firma. Ach, der Glocken. Kann sein. So schlimm in deiner Firma? Wo arbeitest du? Wie schlimm geht's dir in deiner Firma? Schlechter Arbeitgeber, ne? Grüße. Die Leute kaufen zu wenig die Moselstrecke. Hat doch jeder. Ey, Moselstrecke ist voll cool. Kias, ja. 2505, 88 Cent. Übrigens. Das ist aber kein schöner Betrag. Vielen Dank für die Spende. Wieso? Das war schon eine Spende oder was? Schnaps. Nein, ist das schön. Das kann ich nachher machen. Gut, danke schön. Das kann ich euch nachher machen. Vielen Dank. Auf der Messe gab es ein kleines Diorama von der Doppelstockbrücke in Bulai. Sehr, sehr gut gemacht. Hm. Habe ich auch Fotos. Bulai. Schön. In der Pause. Da war ich letztens in den Ferien. Von dem Modell hast du Fotos. Ja. Bulai. Sehr, sehr gut. Ja, meinst du, ich könnte das schlechter als wie du? Als wie ich? Als wie darf nur Goethe sagen. Was meinst du, wo ich herkomme? Ja, du bist aber nicht Goethe. Hast du eine Ahnung? Ich bin das wüsste ich. Ich bin Buddhist. Ich habe gestern einen geilen Firmennamen gelesen. Wolfgang Johann GmbH. Genau, 88. Sieht doch wie Wolfgang, Wolfgang Johann Goethe. Wolfgang Johann GmbH. Ja? Stand war das da? Nein, nicht hier, in echt. Achso. Gibt's in echt? Gibt's in echt hier im oder richtigen heute? Leben oder was? Oh, in real. Da reden wir doch nicht drüber. Über wir wollen hier nicht. Nur Simulationen. Ja, na, Entschuldigung. Mehr Kulpa. Komm, gib 70. Entspannt, Kollege, entspannt. Ach, sollte ich das jetzt 88 gib Minuten, Gas. Echt 80 Minuten zu Ende fahren? Boah, jetzt willst du mal. Achso, ja, deine Aufgabe, die hast du ja, drehen um sie TV, deine Aufgabe hast du ja reingeschickt. Ja, die und vorgefahren, die lag Anfang. Natürlich, ja, da hat er sich für bedankt, die lag natürlich auf Halde, ne, die muss noch, schmeißen wir ja nicht weg. Singen noch neu zugestiegenen Fahrgäste im Intercity der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach Konstanz. Unser nächster Halt ist dann in Kürze Radolf Zell. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Das heißt so Rudolf Zell. Rudolf? Nee, auf der anderen Strecke. Rudolf Zell? Das ist eine andere Strecke. Ja, ah, siehst du. 2,22 € setzt sich durch. Hm. Dann kann man auch super abteilen. Boah, jetzt geht die Diskussion los, ob was? Spenden unter einem Euro nur für PayPal sind. Ja. Jede Spende ist toll. Ja. Beides. Beide Aussagen sind fast wahr. Also. Das muss man spenden, um Gast bei euch zu sein, steht da. Wir haben mal 6.000 € gesagt. Ja, aber der Nickname hat mir gefallen eben. 17.956. 17.956. Den Nickname fand ich gut. Ja, war nicht ganz. Jetzt wisst ihr auch, warum wir uns keine neuen Rechner leisten können. Aber nicht wegen uns. Bei so solventen Kunden. Tö! Haben wir schon da? Ne. Guck mal, wir haben auch eine Schnapszahl an Zuschauern. 337. Jetzt vorbei. Hier wird nur gesoffen, wenn es eine Zwangse gibt. Und keine Zwangse mit Absicht. Gut, dass du den Nachsatz gerade noch gebracht hast. Leg mal bitte den Hebel nach vorne, ja? Das geht ja gar nicht. Wieso denn auf Max? Voll. Muss hier ein bisschen Fahrplan völlig verkackt. Was super. Ich muss ein bisschen hetzen jetzt. Warum denn? Ja, warum? Nee, du willst mich jetzt hier richtig reinreiben. Er hat schon gesehen, es kommt wieder eine gelbe Tafel. Die 5 Minuten war keine Zwangse, das ist kacke. Kumpeltyp, echt? Komm, gib Gas. Er hat Durst. Ach doch, da Bier. So an der Quelle. Nachher bin ich pünktlich und dann sollen die Leute denken. Wem fahre ich hier? Deutsche Bahn oder was? Wie, das ist doch ein Privatunternehmen, da kannst du ruhig pünktlich sein. Das ist kein Privatunternehmen, ne? Das ist... Oh, doch. Ach. Sowas von der Bund. Ach, das ist... Ja, und der Bund ist eine Firma und eine Firma gehört einer privaten Person, ist doch klar.
Also logisch. Also das ist eine ganz logische Folge. Ja, Kausalkette. Das, was wir in Deutschland haben, das ist super logisch. Angela Merkel gehört die Bahn? Ja. Also zu 51%. Und für die nächsten 4 Jahre nochmal. Ja. Bezahlt. Stress. Ich hab Stress. Fahren. Warum hab ich Stress? Fahrverkehr muss immer schnell fahren. Pünktlich ist doch immer doof, weil man dann alle Anschlüsse bekommen würde. Ja, siehst du? Wie langweilig. Keine Action. Es ist keine Spannung sinnlos. Im Leben. Richtig. Was macht ihr sonst so? Wer will das schon? Ich hätte auch mal euren Einkaufswagen brav vor euch her, oder? Nein, ich lasse ihn ab und zu einfach mal stumpf im Gang stehen und gehe wieder. Was? Warum? Bock. Bock. Traust den Frieden nicht, ne? Ne. Was bremst denn der da? Einfach aus, 100, aber das ist eine getarnte Zwangse. Ja. Schön übertüncht, hä? Durststrecke. Was denn übertüncht? Ich schenke ein bisschen aus. Wovon redest du? Der Sven schläft gleich ein, ja. Noch eine Zwangse oder was? Ach, Sven. Sven schläft auf Arbeit? Ach, du bist nicht zu spät zum Stream gekommen. Kannst du nachgucken, die 2 Stunden. Echt? Ist ähnlich passiert in 2 Stunden. Bei YouTube haben wir 2 Zwangsen, also hast du nichts verpasst. Ja. Alles gut, ja. Oh! Eisenbahnfan, 110. 5 Euro, vielen Dank. Vielen Dank für die Spende. Sie haben noch Anschluss an einen Zug der Hohenzollerischen Landesbahn. Das war's mal nicht. Stuttgart über Staringen. Ja, Werner, genau, oder über Elbasan. Aber richtig, die 70. Aber die 100 braucht er ja nicht. Ansage. Aussteigen, sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Der Ausstieg in Radolfzell in Fahrtrichtung rechts. Oh. Hey, man bremst hier mit der AfB runter, das stimmt. Wie nicht? Habe ich den Werner gefragt, er hat gesagt, irgendwann mal, dafür ist sie doch da. Backspace. Wenn du die hast, dann kannst du auch damit bremsen. Wofür Backspace kann ich das denn? Warum macht das System das denn? Macht der nicht. Mann. Oh, ist doch langweilig, wenn die Leute nicht mehr den schon losrollenden Zug hinterherrennen würden. Das ist sehr lustig, wenn man am Bahnhof sitzt und wartet ganz entspannt. Und dann die Leute immer an einem vorbeirennen. Du musst fotografieren. Streetfotografie nennt man das. Beinstellen. Nee, das ist ja gemein. Fotografieren. Es gibt schöne Bilder. Leute und Stress. Könntest du jetzt von mir Fotos machen? Ja, ich wollte mal sagen, wir kennen den Livestream. Wir können so direkt gucken. Jetzt. Soll ich mal so ein Bild hinter den Kulissen machen? Nee, ist ja machen? Da. Ist ja da schon alles. Ja, aber. Wir wissen ja gar nicht, wie das hier aussieht. Doch, nee, wissen die nicht. Hab ich Rob geschickt. Ja, tschüss, schönen Abend, Kias. 25.05. Und viel Spaß im Urlaub. Ja. Schönen Urlaub. Ich hoffe, du fährst mit der Bahn in Urlaub. Das wird toll. Die fährt immer pünktlich, die Bahn. Die fährt wenigstens auch zurück. Boah, sag mal, bist du zappelig. Willst du noch Koffein? Nee. Oh. Doch noch an der ich war übrigens vorhin an der Tanke und du hattest recht mit den Preisen. Kennst ich du weiß. Die so auswendig? Ja. Ja, ja. Und das war das billige Zeug. Ja, ja. Ich dachte, was? Weiß ich Bescheid. Ich weiß, was Sprit kostet. Davon habe ich... Ja. Sprit. Ja. Für den Kopf. Oh. Ja, anderen haben wir eine Tanke. Ja, danke schön. Ja, danke schön. Heute, vielen Dank für die Spende. Vielen Dank für die Spende. Und nochmal. Oh. Vielen Dank für die Spende. Dreimal. Oh. Besser hält. Boah. Dreimal hoch. Vielen Dank. Echt top. Guck mal, auch hier Stromabnehmer korrekt gehoben, der vordere, damit hinten der Steuerkopf nicht Funkenschlag kaputte Scheibe kriegt. Ah. Hä? Wer hat der gehornt? Da, die 18er. Der 18er, der kannte dich. Ja. Kumpel von dir? Ja, ja. Wer ist denn das? Diesel Werner, oder? Diesel, nee, ist Diesel Uschi. Das ist eine weibliche Lokführerin. Ruckel-Rudi, glaube ich. Ruckel-Rudi. Ja, ist Ruckel-Rudi. Das ist Ruckel-Rudi, guck doch mal. Das ist ganz schon lange das kommt Aufenthalt hier. Ja, Rudi ist schon älter, der darf das. Ja, mein Gott. Der hat einen Tattrigen, ne? Der hat noch, der hat noch 2 alte Grafikkarten. Nur. 2? Ja. 2 200er. 2 200er. Eine Onboard-Chip, Alter. Spielt da keine Türen auf. Stein die meisten. Doch. Aber hier ist auf. Doch, da ist was auf. Ja. Aber hier, wer will denn hier nach Radolfzell? Welchen Dampfer? Warum ist das so ein IC-Ding? Boah, ist hier keine Dampferdiskussion, ne? Nee, will ich auch nicht anfangen. Da brauchen wir nicht diskutieren. Ein Eisdick hab ich. Steht hier. Ja, macht er trotzdem. Nee, mach ich auch nicht. Mach ich nicht. Hier hab ich. Das. Nee, einen guten Dampfer hab ich. Das reicht mir schon beim Fliegen. Da kannst du eine halbe Stunde mit den Leuten vom Flugsimulationssystem, kannst du eine halbe Stunde über Dampfer sprechen. Ist der Hammer, oder? Ja. Da kommt man die ganze Folge nochmal machen. Alles Nerds. Machen wir zum Rauschmeißer, machen wir Dampfer. Was für eine böse Panne.
Wo Problem. Denn? Was denn? Ja, alles gut. Ja, Polen, Tschechei ist noch günstiger. Ja. Ja. 25 Cent pro Liter. Ja. Also, super. Aus einem Schlauch? Aus einem Schlauch. Gleichen Schlauch. Aus der hohlen Hand geschöpft, oder? Ja, wenn es günstig sein soll, musst du ein bisschen Arbeit investieren. Ne? Ja. Oh, ich mag grünen Rauch, das ist cool. Schauen wir mal machen. Ja. Guck mal hin, warte mal. Ja. Ja, tatsächlich. Oh, das ist geil. Voll der geile Sex. Das ist geil. Skal. Für das K. Oh. Boah, Leute, geile. Vielen Dank für die Spende. Fett. 10 Euro Fette von Sabes 89. Vielen Dank. Wir sollen es nur einmal im Jahr machen. Zeig doch das Signal. Am Signal steht ein K. Witz weiß auch, wofür da steht. Nach richtig? Köln. Für Kevin. Für Kevin. Geht nach Kevin. Eindeutig. Nach Konstanz. Nach Konstanz. Komm mal Richtung Konstanz. Oh, ich hab noch ein bisschen Einleitlikör. Soll ich den austrinken? Was war oder... Ja. Wieso? Soll's, ist schon wieder so weit. Zeichen? Die Frage ist gut. Was war oder ist deine schlimmste Zwangse? Oh, da kann ich mich gut erinnern. Meine schlimmste, deine? Die schlimmste Zwangse. Ja, ja, das war, kann ich wirklich erzählen. Meine, jede. In Bremen. In Bremen Hauptbahnhof. Ich komme mit 4700 Tonnen um die Ecke gefahren und bin auf Halt gefahren. Und vor mir wird das Signal frei, an den Signalwiederholern sehe ich das Blinken 40 km/h. Und das mache ich natürlich, Class 66, ne? Schalt so auf und ich fahre um die Ecke weiter und auf einmal ist das Signal rot und ich hatte keine Chance mehr und bin voll über dieses rote Signal gefahren. Ah. Und dann bist du so leicht ein bisschen müde und es war morgens um 6:30 und ich dachte, scheiße, jetzt hast du das Signal überfahren und dann die Fahrzeuge angerufen und sagt, Kollege, du, ich bin über dein rotes Signal gefahren. Und dann sagt er zu mir, ja Kollege, ich melde mich gleich zurück, da kriegst du mit der Angst zu tun. Was macht der jetzt? Wurde die Bundespolizei, holt er dich jetzt von der Lok unter, bist du wirklich, also, ne? Ja, ja. Ich hatte auch 500er. Warte mal, ist gerade so laut, ich höre dich schlecht. Ey, lass doch. Mal dieser Bahnlärm. Ja. So, jetzt. Und jedenfalls, das waren meine schlimmsten 5 Minuten in meinem Leben. Dann rief der wieder an und sagt mir, nee, Kollege, alles in Ordnung bei dir. Der Intercity ist am Bahnsteig zurückgerollt, also ist über den Kontakt von dem Signal gerollt. Und dadurch sind alle anderen Signale zurückgefallen. Ach so. Aber du kriegst erstmal mit der Anstalt über. Intercity der Deutschen Bahn auf der Fahrt nach Konstanz und wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Ja, und das war meine schlimmste Zwangsversuchung. Muss ich jetzt ehrlich sagen, weil da hatte ich wirklich erstmal so... Ja, da geht Scheiße, direkt bist du wirklich überhalt gefahren, ne? Weil du erstmal so... Du meinst, also ich habe den 500er ja auch drin gehabt im System, ne? Und du siehst das ja auf der Anzeige 500er und ich dachte so, scheiße, das war doch grün. Das hat da 40 km/h, da war ich mir sicher. Und dann kriegst du es erstmal so, ne? Und dann war es auf einmal rot. Und dann denkst du so, ey, habe ich eigentlich jetzt das irgendwie, ne? Nicht mittig und naja. Bin ich schon so durch. Bin ich schon so durch, ja. Ja, dann kriegst du so ein bisschen. Ja, das war die schlimmste Zwangse. Ja, da ging mir ein bisschen Muffensausen. Weil ja, rot, ne? Rot ist rot und ja. Rot bleibt rot. Und über Rot wird nicht gefahren. Gab es mal eine Zwangse, wo du im Nachhinein eigentlich nur drüber lachen kannst? So? Ja. Die. Genau, nee, die aber das ist die Witz halt, ne? Zum Beispiel letztens auch wieder, das war halt auch so, da konnte ich mich auch ein bisschen ärgern. Witz halt. Die scheiß Dinger, ne? Die scheiß Wortspiele. Na, so hier wieder Witz. Fand ich, ja, Werner, ne, du kannst es nachvollziehen. Meine lustigste Zwangse war die vom Witz. Nee, aber auch letztens auch. Komm, angefahren, letzter Bahnhof, schon ein bisschen auf Feierabend konzentriert und dann auch auf Halt erwarten. Tasche fahren. Schon gepackt, ne? Ja, ja, Tasche schon gepackt, Halt erwarten, fahren und vergesst das letzte Signal zu drücken. Pam, wie schön, die standen in der Einfahrt vom Bahnhof. Peinlich, ey. So, boah. Dann lass du ja nicht selber. Dann denkst du, ah, verdammt. Wir müssen ja mal Meldekarten schreiben und, naja. Also nur Arbeit dann damit. Nur Arbeit mit Zwangsbremsung. Ja, wir müssen Meldekarten schreiben. Ja, musst halt schreiben, warum du eine Zwangsbremsung gekriegt hast. Ich war schon im Feierabend. Ich war eigentlich mit einem Fuß schon aus der Lok raus. Genau. Das andere stand noch offensiver Pedal. Ja, man kann sich den Feierabend nur selber versorgen mit sowas, ja. Aber naja, passiert, ja. Dafür ist das System da. Muss ja auch getestet werden. Genau. Ne? Du sagst es. Immerhin habe ich zum Feierabend getestet und kann sicher sein, dass es funktioniert hat. Die letzten 400 Kilometer hat es gehalten, also wird es die 100 Meter vom Feierabend. Ja. Aber wir testen trotzdem nochmal. Oh, hier kommt eine schöne Frage für euch alle. Ja. Mal eine Frage an alle vier. Was ist eure Lieblingszug in Real Life?
Bei ihm, also beim Mopsi 2001 ist die 110 und ET424. Also keine Lok. Du hast keine Lieblingslok. Das ist doch keine Lok. Lok auf die 110. Lok zu. 110. Die 110, ja, aber ich die andere ja, doch nicht. Lok oder zu. Lok oder zu. Oder zu. Hast du eine? Witz. Ekel? Ja. 120. 120. Soll hinlänglich bekannt. Klar, 120. Kevin, du? 18201. 18201. Dampflok. Jo. Und beim Rob ist es, glaube ich, auch klar. 103. Ja. Nein, 103. Doch. Oh, und die 420. Die lange oder die kurze? Die schöne. Das kommt nicht auf die Größe an. Hast du eine Ahnung? Sagen Leute, bei der 103 kommt es auf die Geschwindigkeit an, das ist die schnellste Einzellok auf der Welt, noch immer, ungeschlagen. Bitte mach mal ein anderes Szenario, das wird dir langsam langweilig. Nee, das sind 18 Minuten, ne? Stärkste. Aber kann ich hier Konstanz Petershausen nicht aufhören? Wie lange fahre ich denn schon? Ja, guck doch mal F1. Die wann, ganzen 80, der, die halt doch irgendwo an. Ankommen halt soll's. Irgendwo an. X-Haken. Backspace. Der ist ja, guck mal, hier schon als letzter, oder? Nee, da. Nee, der da über, noch, doch. Ist das letzter? Doch. So letzter, oder? Ja, aber ich pack den nicht weg. Da habe ich keinen Bock zu, zum Rumrangieren und wegparken. Wir fahren ja fast schon über eine Stunde jetzt hier. Ja. Ja. Krass. Die Zeit vergeht. Ich glaube, wir brauchen auch eine längere Pause, ein bisschen länger. Wie lange brauchst du? Ja, eine Stunde, ne? Ja. Zwei. Halbe. Zweieinhalb. Okay, ich also mach's in 5 Minuten. Also, ich muss ganz ehrlich gestehen, bei meinen Lieblingsbaureihen, das ist. 232 ist auch schön. Ja, definitiv 2 189. Aber du kennst sie ja noch besser 100, von der Bedienung. Das ist ja ein ganz Vergleich, als wir hier von außen gucken. Ne? Das ist ja halt, ne? Ich finde aber 187 auch total geil. Ich du hast eine Bedienermeinung dazu. Ja, richtig. Das ist ein bisschen mein Problem. Also ich finde viele geil, viele nicht so. Oh, guck mal, einjähriger Staudenaugen. Oh, krass. Oh, Karl, da sitzt Karl. Karl? Karl der Mariechenkäfer. Karl der Käfer? Karl der Käfer. Ja, der Käfer ist auch mal nicht Spiel, das ist schön. Wurde einfach durch den Bahnlärm gejagt. Genau, den Bahnlärm, ja. Oh. Ich fahre nachher nochmal zu Sie, wenn ich darf. Klar. Unbedingt. Nein, wir machen, wir fahren das, also bis Konstanz fahren wir räumen den aber nicht mehr ab und zu. Wie lange fährst du eigentlich schon jetzt? Wochen. Wann haben wir denn angefangen? 15.31. 15.31 von einer Stunde, echt? Ja, ohne Scheiß. Stunde, fährst du schon eine Stunde, sag ich ja. Oh, kommt mir länger vor. Es kommt durch die 2-2. Ja, soll ich da jetzt noch, soll ich da jetzt du hast das Szenario anhalten? Noch verlängert, ey. Ja, so, klar. Du gehst jetzt über und hältst dann nächste in Konstanz. Ah, komm, fahr noch zu Ende hier. Aber 16.45 und ich bin jetzt schon, da fahren wir locker noch 20 Minuten. Das muss doch nicht sein. Na halt der nächsten Bahnhof hier. Was machst du da? Ist das nicht kaputt? Ist nicht. Backspace funktioniert nicht. Kaputt? Hat VR ausgeschaltet. Hat der Mike ausgeschaltet. Why? Gibt's hier keinen Notknopf? Damit du nicht einfach drückst, bestimmt. Nein, fahr doch bis zum nächsten Bahnhof. Da unten, das rote. Rot, die Notaus unten. Ist immer rot. Guck mal, in 4 Kilometer kommt der nächste Halt, hier Konstanz Petershausen. Und da endet. Hast du? Rot ist immer Not. Na, jetzt hier, jetzt werden wir gucken, wo das so anhält. Na, schafft das am Bahnsteig? Nee. Meinst du? Wetten? Nee. Doch, ja, doch, der letzte Waggon. Der letzte Waggon hält er an. Nee, vielleicht sogar einer mehr. Naja, der passt dran. Der passt dran. Ich sag die letzten zwei. 50. Das schleißt jetzt mach schön mal vorne. An. Der passt dran, pass auf. Die Lok ist kaputt. Das war's. Kaputzinger. Computer sagt nein. Zeig mal, von vorne. Zeig mal von vorne. Ja, siehst du, sag doch, pass dran. Siehst du? Ist so ein langer Bahnsteig, hab ich ja nicht mitgerechnet. Hier, guck an, der steht die Hälfte noch draußen, du. Ich sag doch, die letzten zwei stehen nicht dran. Schöner Bahnübergang, ey, geil. Mensch, das ist das Schönste. So wie du. Perfekt, so wie du mit dem Auto. So wie du mit dem Auto. Das ist voll hier, der ist ja süß. Ich hab doch gesagt, die letzten zwei stehen nicht am Bahnsteig. Oh, Solpchen, komm, wir bleiben hier. Das sind Bahn. Ja, steig aus, komm, steig aus. Also noch eine halbe Stunde, dann lassen wir. Wir machen eine kurze Pause, würde ich sagen. Ja? Und machen was anderes danach. Mikros. Tschüss.